Seine Leistung gegen Norwegen unauffällig, unglücklich, glanzlos. Dass der Bundestrainer Mario Götze überhaupt nominierte, war schon sehr verblüffend. Thomas Tuchel hat ihn zuvor als noch nicht bundesligatauglich bezeichnet. Und dann steht Mario Götze im Qualifikationsspiel gegen Norwegen sogar in der Startelf. Immer wenn man Schirm eingesetzt wird, wird man an Toren gemessen. Das ist mir heute nicht gelungen und so ist da auf jeden Fall noch Luft nach oben. Auf engem Raum hatte Götze als Spitze zugegeben einen schweren Stand. Aber die Diskussion um seine Person geht weiter. Anders als beim DFB muss sich Götze beim BVB erst wieder beweisen. Ich hoffe einfach, dass ich morgen oder übermorgen dann wieder ins Training einsteige. Alles andere wird dann der Trainer entscheiden, wenn es soweit ist. Und klar, ich komme zurück, um zu spielen. Also ich glaube, das steht außer Frage. Ob es dann so kommen wird, das entscheidet natürlich immer der Trainer. Die Aufstellungen, das entscheidet immer der Trainer. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, ich freue mich auf das, was kommt und auf die Aufgaben. Und das ist wichtig für mich. Eines will Götze dann noch aus seiner Sicht klarstellen. Die Sache mit Tuchel und der Nominierung. Also grundsätzlich war es so, dass der Trainer in Dortmund entschieden hat, mich nicht mit in den Kader zu nehmen. Ich habe das Abschlusstraining vorm ersten Spieltag ganz normal absolviert. Er hatte mir dann, ich habe kurz mit ihm gesprochen gehabt und er wollte mich dann nicht in den Kader nehmen. Und ich habe lange mit ihm geredet und es war auch voll in Ordnung, dass ich zur Nationalmannschaft gehen konnte. Somit war alles abgesprochen, war alles nach Plan und so ist es gelaufen. Joachim Löw glaubt fest daran, dass Götze in Dortmund wieder ganz der Alte wird. Er habe im Training sehr, sehr gute Phasen gesehen und vor allem ein Lächeln im Gesicht. So Löw nach dem 3:0 in Oslo. Götze hört das sicher gern und sieht sich schon bei 99,9. Das ist ja wunderbar. Genau. Alles Gute. Fehlt nur noch das Tor, dann ist alles gut. Okay. Danke.